Der Name Malzböden kommt von den Böden, auf denen ursprünglich das Malz, also die gekeimte und wieder getrocknete Gerste, aufbewahrt wurde, bis die dann zum Bierbrauen verwendet wurde. Wir sind die MIP, Immobilienverwaltungs GmbH und Co. KG, bestehend aus drei Gesellschaftern. Meine Mutter Marion Streng, mein Bruder Philipp Streng und ich. Mein Name ist Isabel Fürsattel. Wir sind ein Familienunternehmen und entwickeln denkmalgeschützte Immobilien, vermieten sie und behalten sie meistens im Bestand. Darunter war dann auch hier die ehemalige Humser Brauerei. Das war tatsächlich ein Projekt, bei dem wir anfänglich gedacht haben, das ist eine Nummer viel zu groß für uns. Die größte Herausforderung war sicherlich zu überlegen, wie man dieses ja doch auch ziemlich prägnante Gebäude so entwickeln kann, dass es gut in den Stadtteil passt und sich integriert. Und das ist, glaube ich, jetzt auch wirklich sehr gut gelungen, weil es einen ganz breiten Mix an verschiedenen Branchen hat. Wir haben hier von der Apotheke bis über den Klavierkreisel ein Yoga-Studio, einen Biomarkt, den Ebel und Silvery, ein IT-Unternehmen. Mein Name ist Fabian Fassmann. Ich bin der Betreiber des Humser & Freunde hier in Fürth. Mache das mit meinem Geschäftspartner, dem Ralf Weiß, zusammen. Das Besondere hier war, den Denkmalschutz zu berücksichtigen. Aber das war gerade hier, wo wir sitzen, wirklich eine große Frage, wie schaffen wir es, unter Berücksichtigung der Erhaltung des alten Sudhauses trotzdem hier eine funktionsfähige Gastronomie hineinzubekommen. Wir haben gesehen, dass ein altes Sudhaus ausgeschrieben ist. Wir haben uns einfach mal drauf beworben und wollten uns eigentlich nur mal anschauen und hatten uns aber zu dem Zeitpunkt gedacht, ja nee, das ist eigentlich eine Hausnummer zu groß für uns. Ist natürlich auch sehr eindrucksvoll, wenn man hier vor dem Gebäude steht und dann vor allem auch reinkommt in diese Halle hier. Das Gebäude ist 1887 erbaut worden. 1911 kam dann dieses Sudhaus dazu. Das heißt, wir reden vom Jugendstil. Wir haben versucht, in der Entwicklung darauf zu achten, dass eben da, wo es geht, das Alte erhalten bleibt und es aber trotzdem möglich ist, dass man es zeitgemäß nutzen kann. Sowas findet man nicht jeden Tag und ich glaube, es gibt viele Gastronomen, die neidisch zu uns rüberschauen auf die Location und sagen, hey, die hätte ich auch gerne. Das ist das Spannende eigentlich, dass du ein geschichtsträchtiges Unternehmen bist in einem geschichtsträchtigen Gebäude und an dem auch noch so viel dran verändern konntest, dass es wieder auch zu seinem alten Glanz führt. Das finde ich total spannend. Mein Name ist Thomas Kreisel, ich bin Klavierbaumeister von Klavier Kreisel. Ich arbeite hier in der 6. Generation und bin der Inhaber. Die Kombination ist einzigartig. Wenn du reinkommst und dir denkst, wow, was ist das hier für ein Arbeitsplatz? Absolut. Und da bin ich stolz drauf und ich werde hier nie ausziehen.